Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, vierter Teilquadrat zwischen Merkur und Neptun. Ich glaube, astrologisch haben wir weitestgehend alles besprochen. Ich habe sicher irgendwas vergessen, aber das gehört dazu. Trotzdem möchte ich jetzt über ein bisschen andere Dinge sprechen. Wir haben hier diesen merkwürdigen Feuerring im Golf von Mexiko. Das Wasser brennt. Na, das Wasser brennt natürlich nicht. Es ist eine unterirdische Gaspipeline, die wie von Zauberhand geborsten ist. Genauso wie von Zauberhand haben wir in Rumänien das Abfackeln einer Ölraffinerieanlage. Auch wie von Zauberhand haben wir im Iran auch das Hochgehen einer Raffinerie. Überall geschehen merkwürdige Dinge. Auf einmal werden Firmen gehackt, insbesondere jene, die im Zusammenhang mit Nahrungsmitteln stehen. Wir erinnern uns auch, die Hauptpipeline an die Ostküste der USA wurde auch gehackt. Da wurde sozusagen ein Erpressungsgeld ausgesetzt. Und wo zehntausende Tankstellen an der Ostküste der USA angeblich keinen Sprit hatten. Ich kann nur noch angeblich sagen, weil nach dieser dreisten 46 bis 50 Grad Lüge in Kanada, ja, da traue ich mir schon gar nichts mehr sagen, ich kann keinen Nachrichten mehr vertrauen und um das geht es eben. Um das geht es eben, aber ich würde sagen, das hatte ich schon zuletzt hergezeigt. Ich glaube, das ist der wahre Hintergrund, sozusagen, sie wollen die Volksgenossen, ja, in gewisse Diät-Situationen bringen. Formulieren wir es mal so, man soll es ja positiv formulieren. Hier erkennen wir natürlich ein Muster, sozusagen, es geht jetzt volle Pulle gegen den, wie sagt man, gegen die Treibstoffe, also Diesel, Benzin und fossile Brennstoffe, und wir sollen sozusagen in die Elektromobilität geführt werden. Ja, die Volksgenossen sollen wieder Fahrrad fahren. Wieso? Ich dachte, die Volksgenossen sollen jetzt mit einem Elektroauto fahren. Oh, das ist eine Propagandalüge, die sehr klug eingeführt wurde. Ja, ich weiß schon, die Volksgenossen sollen dann sowas fahren, hier so Scooter. Und ich glaube, das meinen sie mit der Umstellung auf Elektromobilität, weil nirgendwo wird mehr Werbung gemacht als über diese, ja, Scooter. Ist im Sommer und Frühling sicher eine witzige Sache, aber eben kein Ersatz für Autos, aber wie auch immer. Es, wie das Horoskop halt zeigt, das muss ich nochmal kurz zeigen, hier haben wir einfach Irrsinn. Ja? Also Merkur, Neptun-Quadrat, Neptun-Spitze 8. Haus ist für mich Irrsinn, das ist Wahnsinn, ja? Das ist absolut Wahnsinn. Und der Wahnsinn geht weiter, hier eine sehr, sehr interessante Schlagzeile, Spain proposed national security law would allow seizure of citizens' property. Aha, die Beschlagnahme von Privatbesitz, das sind einmal gute Schlagzeilen. Also da kann man nichts mehr sagen. Da kann man gar nichts mehr sagen. Es gibt aber doch noch Leute, die sozusagen selbstständig denken können. Und ja, wo haben wir hier? Hier haben wir einen sehr interessanten Beitrag. Der ist unverfänglich, da kann nichts geschehen. Das ist hier sozusagen die Aussichtsplattform, ist eine schöne große Aussichtsplattform, du kennst das wahrscheinlich, das ist auf der Franz Ferdinand Schutzhütte, und das hier zu Füßen ist Wien, hier rechts unten ist Berchtesdorf bzw. Rodaun, und ich habe mir gedacht, ich werde diesen Samstag hier hinauf wandern, das da könnte der Paraplyberg sein, also sozusagen diese Eiger-Nordwand-artige hochalpine Gebirgsregion, und ich habe mir gedacht, ich werde am Samstag von Bahnhof Rodaun um 13 Uhr wegmarschieren. Wenn du zufällig dort sein solltest, würde es mich freuen. Ja, also wäre sehr nett, wenn halt zwei, drei Leute auch dorthin kämen, und dann gehe ich halt einmal
dort in diese Richtung hinauf. Und wenn du gutes Schuhwerk hast, wenn du gute Kondition hast, ich gehe langsam, es könnte heiß sein, es wurde für Freitag Regen angesagt. Ich weiß nicht, wie es kommen wird. Auf jeden Fall, hier steht Donnerstag, Freitag, Ruhetag. Ich weiß nicht, wie diese Maßnahmen gehandhabt werden. Du weißt, was ich meine. Aber egal, am Samstag haben sie Betrieb und schauen wir mal, könnte dort auch einiges an anderen Wanderern dort sein. Also es könnte sein, dass am Samstag dort eben in dieser Gegend viel los ist. Dieses Risiko müssen wir halt eingehen. Weil ich habe die Kommentare gestern gelesen und es haben etliche geschrieben, es geht bei ihnen eben nur Samstag. Ich habe mir gedacht, wenn das nett verläuft, wenn das in Ordnung ist, wenn wir sozusagen nette Gespräche haben, weil hier möchte ich eher mit euch plaudern, also ich möchte mich da jetzt nicht wichtig machen. Ich nehme auch meinen legendären Big-Kugelschreiber mit und auch mein Notizbuch. Ich hoffe, ich denke dran und dass ich mir einige Sachen aufschreibe. Ich bin natürlich dankbar für Ideen, wenn du irgendwelche gute Ideen hast, dass wir hier in die Umsetzung dann auch gehen, weil für mich ist eben dieses Gartenprojekt, für mich ist dieses Gartenprojekt natürlich sehr, sehr wichtig, ja, ist sehr, sehr wichtig, weil halt sich gewisse Dinge so entwickeln, wie sie sich entwickeln. Und wir sollen uns halt diesbezüglich auch ein bisschen intelligent vorbereiten, beziehungsweise, dass wir einander dann auch persönlich kennenlernen. Habe ich schon darüber gesprochen? Ich glaube noch nicht. Die Martina hat mich per E-Mail kontaktiert und mich gebeten, ich solle anfragen, sie kommt aus Floridsdorf, ob dort auch Eltern sind, die darüber nachdenken, ihre Kinder aus der Schule herauszunehmen, weil sie hat einen 12-jährigen Sohn und befürchtet halt, das Schlimmste, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann diese Bedenken mehr als nachvollziehen. Ja, wir alle wissen, um was es geht. Und sollte noch jemand hier jetzt aus Floridsdorf zuschauen, der auch ein Kind im schulpflichtigen Alter hat, eben so 11, 12, 13 Jahre, bitte dann mit der Martina kurz schließen. Und ich würde die Martina bitten, dass sie hier in diesem Videoteil jetzt einen Kommentar schreibt, ja, und diesen Kommentar dann bitte in den nächsten Tagen wiederholen, weil es kann sein, dass von Floridsdorf Leute von uns heute nicht zuschauen, aber vielleicht schauen sie dann morgen oder übermorgen zu, das Ganze dauert halt wie üblich immer ein paar Tage oder kann auch leider auch ein paar Wochen dauern. Es wurde auch der Vorschlag eingebracht, ich sollte eine Art Forum-Board einführen, ich weiß nicht so genau, was das ist. Ich vermute, dass man dafür eine Webseite braucht. Also das sind alles Sachen, die ich mir überlegen muss und wie man das Ganze macht. Und es wäre natürlich gut, wenn wir dann zum Beispiel bezüglich dieser Gartengemeinschaften sozusagen eine Orientierungshilfe haben, wo schon wer ist und welche Interessenten sich für welchen Bezirk melden. Weil nur im Kommentarbereich, das stimmt schon, ist das natürlich dann zu wenig. Das geht nicht, also das ist unmöglich. Gut, für heute habe ich einmal Astrologie bzw. kanalintern, glaube ich, alles gesagt. Ich schaue nochmal schnell, was haben wir da? Ja, na, ich habe hier meine Aufzeichnungen immer und ich kann mich jetzt nicht an großartige Aufrufe im Kommentarbereich erinnern. Wie gesagt, schauen wir auf den besten und fünften Teil, bin selber schon gespannt, worum der geht, aber mir wird sicher etwas Interessantes einfallen. Bis zum fünften Teil, alles Liebe, dein Astrowolf, Ende.